Hallo meine Musikfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Samstag, kurz vor Wochenende. Trotzdem habe ich noch etwas ganz Cooles für euch. Und zwar habe ich gestern Abend noch ein Paket bekommen von einem Lieferant. Und dort war unter anderem das hier drin. Das sind die Kopfhörer von Argon Audio. Das ist eine dänische Firma, die bekannt ist für ein relativ günstiges Material, das aber keine hohe Qualität hat. Und die haben ein neues Produkt und ein bereits vorhandenes Produkt jetzt wieder verfügbar. Das sind die beiden hier. Zum einen haben wir hier den Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer Argon Soul, respektive, ich glaube, Soul 2 heisst er. Soul 2, da, sehen wir es. Da, ne? Soul 2. Bluetooth Version 4.1, irgend sowas, kostet 119 Franken, also relativer Preiswert. Habe ich schon länger im Sortiment und ist einfach etwas Cooles für den, der wirklich sagt, ich will einen guten Kopfhörer für nicht allzu viel Geld. Ist früher, glaube ich, 149 Franken gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ist sogar günstiger geworden. He? Also von dem her coole Sache. Und das andere, das hier, das ist etwas Neues. Das habe ich auch noch nie live gesehen. Das ist der OE40. Gleiche Box, die nicht so spektakulär ist. Argon Audio, nichts. Argon Audio, trifft zum Aufhängen. Kopfhörer, bla bla. Nicht interessant. Aber, bevor wir jetzt hier den neuen auspacken, habe ich hier mein kleines, scharfes Helferli. Schauen wir mal zuerst in. Oh, da hat es noch mal einen. So. Schauen wir mal, was der Soul 2 dabei hat. So, der Schachtel genau gleich. Kopfhörer, Argon, Argon mit Strichcode, Preis, aufhängen, bla bla. Nicht relevant. Ist immerhin ein schönes Schachtel. He? So. Brauchen wir nicht. Weil drinnen haben wir nochmal ein Schachtel. Das ist das Transportgehäuse oder das Transportcase, wie auch immer, mit Rissverschluss. Tada! Wir haben drinnen, was haben wir da drinnen? Wir haben in einem. So, ich hoffe, ihr seht es. So. Wir haben WC-Papier. So wie immer. Wir haben etwas an Kabel, hier in einem separaten Fächli. Und zwar ein Klinkenkabel. Etwa einen Meter lang, 1,20 Meter lang mit 3,5 mm Stecker, wenn der Batterie ausgeht. Und wir haben ein USB-Kabel zum Laden. USB auf USB-C. Nichts Spezielles in der heutigen Zeit. He? Immer USB-C. Ich meine, es gibt immer noch Hersteller, die nicht USB-C haben. Aber anderes Thema. Spielt ja gar keine Rolle. Die Kabel kann man geradegebig hier im Transportcase verstauen. Wie ist das Transportcase? So interessant ist das jetzt nicht. Das Interessante ist hier der Kopfhörer. Den kann man so gebig zusammenklappen. Aufklappen. Sieht er etwa so aus. Ist in schwarz mit so einem soften Touch-Material. Kann ich mir dem sagen. Ist so ganz, ganz fein, matt schwarz. Ist noch cool gemacht. Ist eben zusammenklappbar. Recht verwendungssteif, also nein, wie sagt man denn? Recht flexibel oder verwendbar, so dass er sich am Kopf gut anpasst. Auf der Unterseite nicht so interessant. Wir haben hier den USB-C-Ladeanschluss, hier den Kabelanschluss. Und wir haben irgendwo noch eine Taste, hier zum Ein- und Ausschalten. Und auf dieser Seite haben wir noch zwei Tasten für Lautleiselung. Und ein Stück umschalten, wenn es mich nicht täuscht. Hat noch Mikrofon drinnen, die sind, das muss ich selber schauen, die sind hier auf der Unterseite versteckt. Also ihr könnt somit auch als Freisprech-Headset brauchen mit eurem Handy zusammen. Eben ist bei 119 Franken mit Täschchen, Zubehör, allem drum und dran. Akkulaufzeit, sagen sie etwa 18 Stunden. Ich habe vor einem Zeitchen mal so einen hier, ein paar Woche für privat im Testgebrauch gehabt. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob er die 18 Stunden wirklich erreicht.
Mir hat es locker eine Woche durchgelangt mit einmal aufladen und ich pendle pro Tag, was pendle pro Tag? Rund 2 Stunden. Also von dem her hat es locker gelangt und die 18 Stunden sind wahrscheinlich schon einigermaßen realistisch. Aber ganz ehrlich, jeder hat irgendwo ein Powerbank dabei, ein USB-Ladegerät und wir haben dafür überall Steckdosen, sei es im Zug, daheim, im Büro, wo auch immer. Ganz ehrlich, 18 Stunden ist völlig okay. Jetzt kommen wir zum Neuen. Der interessiert mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr als der Soul 2. Eben der OE40 heisst der, ist bei 169 Franken, also ein bisschen teurer. Wobei 169 für einen Bluetooth-Kopfhörer an und für sich immer noch völlig okay ist, wenn er dann gut tönt. Die technischen Angaben sind bei beiden zusammen 20 Hz bis 20.000 Hz. Also tönt jetzt nicht noch wahnsinnig viel. Wobei ist vollkommen ausreichend. Okay. Wenn man ihn aufmacht, muss man aufpassen. Da die Lasche zum Aufhängen, die kommt einem gerade gebig entgegen. He? Egal. Seht ihr innen so aus? Der Kopfhörer hier in dem Material, harten Material eingefasst. Das kann man gebig rauslöpfen. Okay, mehr oder weniger gebig. Rauslöpfen, so. Ja. Legen wir mal schnell auf die Seite. Hier drunter drinnen haben wir ein Täschchen und nichts mehr. In diesem Täschchen wieder WC-Papier. Und ein Kabel, wieder USB auf USB-C. Das mal allerdings in so einem Textilgeflecht eingefasst. Das Täschchen sehr weich, samt. Ja, ist noch cool. Fühlt sich cool an. Aber wir sind ja nicht wegen Täschchen da, sondern wegen Kopfhörer. So. Befreien wir den einmal. Der sieht so aus, recht ein. Von mir aus gesehen rechts Retro-Design, aber grundsätzlich noch cool. Ist mega leicht, fällt mir gerade auf. Und es steht, wo steht? Rechts und links, es steht. Ist der beweglich? Ah, okay. Also Höhe verstellbar, Größe verstellbar natürlich, stufenlos. Ja. Er macht relativ gut zu, denke ich mir jetzt gerade. Also nur durch es auf dem Kopf haben. Denke ich mir jetzt aber auch noch relativ steif hier, die Gelenke. Die sind, ich weiß nicht, ob ihr das hier jetzt in der Kamera seht. Die Muscheln sind so leicht beweglich. Wie praktisch und wie bequem das ist, wird sich dann in einem Alltagstest zeigen. Also ich werde den Kopfhörer sicher einmal ein paar Tage für mich selber brauchen zum Testen. Hier geben sie jetzt eine Akkulaufzeit von etwa 24 Stunden an. Bluetooth 5.0 APTX, HD, AAC, irgendwas. Offene Polster, relativ weiches Kunstleder. Oben der Griff, der ist nicht polstert, der ist hart. Der ist jetzt zum Beispiel beim Soul, gut, der Soul ist massiv schwerer, aber der ist hier oben sehr weich polstert, so ein Kunstleder. Fällt jetzt bei dem. Aber gewichtsmässig, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie schwer sie sind, ehrlich gesagt, aber der ist gefühlt die Hälfte von dem hier. Ja. Ich würde sagen, ich verbinde jetzt einmal die beiden mit meinem Handy. Lasse nochmal ein bisschen Musik. Und wenn ihr wissen wollt, wie mein Fazit zu diesen Kopfhörern ist, respektive zum neuen OE40, abonniert mich doch auf Instagram. Folgt mir auf Facebook, drückt die Glocke hier auf YouTube, macht den Daumen auf, macht ein Abo. Schaut mal den Link unterhalb von diesem Video, dort tue ich euch alles drin, Produkt, Infos und eben das Fazit, respektive das Testergebnis, in Klammern von mir persönliches Empfinden natürlich, folgt dann irgendwie in den nächsten Tagen mal auf einem von diesen sozialen Medien. Merci fürs Zuschauen, meine Freunde. Hört gute Musik, weil das Wochenende sieht, wenn ich hier raus schaue, wettertechnisch nicht so der Hammer aus. Also perfekt für Musik. Was wollen wir noch mehr? Grüßet, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt Frank Zappa hören. Ciao zusammen.
Einschalten sollte ich ihn natürlich noch.